Ja, schönen guten Morgen. Letzte Woche haben wir uns mit Mannigfaltigkeiten beschäftigt und zwei Begriffe im Kontext von Mannigfaltigkeiten wollen wir jetzt noch einführen. Das ist zum einen der Tangentialraum und zum anderen der normalen Raum. Also, kurz als Motivation. Stellt euch vor, das wäre eine Mannigfaltigkeit. Zum Beispiel wäre das der Graph einer Funktion. An sowas könntet ihr jetzt etwa denken, vielleicht das, was ihr da oben seht, oder? Und ihr wisst, was eine Mannigfaltigkeit ausmacht. Ausmachen tut, dass man in jedem Punkt die glatt drücken kann, oder? Und jetzt kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man hier auch in gewisser Art und Weise wieder linearisieren kann, oder? Zum Beispiel an einem Funktionsgraphen, einer C1-Funktion, einer differenzierbaren Funktion etwa, kann man auch in einem Punkt, wenn die Funktion eben dort differenzierbar ist, die Tangentialebene legen. Jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst, wenn wir sehen, kann man eben den Tangentialraum bestimmen an so eine Mannigfaltigkeit. Und was man dann auch im Weiteren machen kann, ist, dass man sich auch anschauen kann, was steht orthogonal darauf, oder? Also das hier sollte jetzt ein rechter Winkel sein und das wird sich dann normalen Raum nennen. So. Also ich glaube, die Idee ist klar. Man will in einem Punkt in gewisser Art und Weise wieder linearisieren. Wir stellen uns also eine Ebene vor, die man dort wieder hineinlegt. Und man kann auch alles betrachten, was orthogonal darauf steht. Und diese Begriffe wollen wir jetzt definieren. Und genauer wollen wir halt das passende Konzept dazu jetzt entwickeln. Und dazu brauchen wir erst einmal eine Mannigfaltigkeit. Also wir definieren jetzt, was soll ein Tangentialraum sein? Und was der sogenannte normalen Raum. Na gut, was braucht man mal zunächst? Na, was wir zunächst brauchen, wie gesagt, ist eine Mannigfaltigkeit. Also es sei M Teilmenge RD eine differenzierbare Mannigfaltigkeit. Was bedeutet genauer eine Untermannigfaltigkeit des RD? Das ist hier gemeint. Und jetzt schnappen wir uns irgendwo einen Punkt. Also wieder oben so ein Xi. Auf dieser Mannigfaltigkeit N. So, und das, was wir uns jetzt eben anschauen wollen, ist, was verläuft alles durch diesen Punkt Xi tangential? Ihr müsst euch vorstellen, ihr rennt jetzt irgendwo auf M entlang und durch diesen Punkt Xi durch. Und dann fragt sie euch, was ist der Tangentialvektor durch diesen Punkt? Also wir sagen jetzt zunächst, was heißt es, dass ein Vektor ein Tangentialvektor ist? Also Tangentialvektor an M in Xi. Und das wollen wir jetzt definieren. Also was ist ein sogenannter Tangentialvektor in diesem Punkt Xi, und zwar an N? Na, Skizze dazu. Stellt euch nochmal vor, das wäre N. Und Xi, wie gesagt, ist irgendwo da. Und jetzt habe ich schon gesagt, ein Tangentialvektor soll folgendes sein. Ihr lauft irgendwo auf der Mannigfaltigkeit, entlang eines Weges also, oder? Und dann solltet ihr in diesem Punkt genau diesen Vektor als Tangentialvektor, also als Geschwindigkeitsvektor haben, immer als hin. Das wäre jetzt ein Weg, oder? Ein Weg auf M. Das bedeutet also, der muss ganz in M verlaufen. Ich nenne ihn mal Gamma. Was ihr hier seht, ist das Bild dieses Weges, oder? Das verläuft also auf dieser Mannigfaltigkeit. Und wenn ich jetzt in dem Punkt Xi bin, dann schaue ich mal die Geschwindigkeit an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so laufe, schwupp, schwupp, dann wäre das vielleicht der Geschwindigkeitsvektor. Das bedeutet also, das wäre das Gamma-Punkt zum zugehörigen Parameterbereich, also zum zugehörigen Parameterwert. Und wenn das genau das V ergibt, dann sprechen wir hier von einem Tangentialvektor. Also noch einmal, ein Tangentialvektor sollte einfach sein, der Geschwindigkeitsvektor eines Weges, der auf der Mannigfaltigkeit durch diesen Punkt verläuft. Und jetzt müssen wir es halt nur hinschreiben. So, zunächst einmal braucht man einen Weg. Und entscheidend, frage ich euch jetzt, ist es das, dass der Weg durch die ganze Mannigfaltigkeit kreuz und quer rennt? Ist eigentlich egal, oder? Wo muss es den Weg geben? Nur das Bild davon muss nahe bei Xi zu liegen kommen, oder?
Das heißt, es reicht, wenn ich also da ganz ein kleines Stück halt betrachte. Es ist nicht entscheidend, ob ich da ganz weit irgendwo durch die Gegend renne, sondern ich muss mich nahe bei Xida aufhalten. Das heißt, zumindest muss ich ein Epsilon größer 0 finden können und einen zugehörigen Weg Gamma, der auf minus Epsilon bis Epsilon definiert ist. Und Epsilon kann sehr, sehr klein sein. Und der soll also hier Werte in M annehmen. Und das am besten unterstreiche ich zweimal grün, der muss in M verlaufen. Wenn ihr da jetzt einfach RD hinschreibt, dann hat das ja nichts mit M zu tun, oder? Aber das Gamma soll also auf M verlaufen, das heißt, der Bildbereich muss M sein. Und was soll das sein? Das soll ein C1-Weg sein. Und dieser C1-Weg, der soll jetzt Eigenschaften haben. Na, erstens mal, wenn der nicht durch Xi läuft, haben wir nichts gewonnen, oder? Hat es mit Xi nichts zu tun. Also wichtig ist, der muss durch Xi durchlaufen und wir können sagen, na gut, das soll er halt zum Parameterwert 0 machen, oder? Da soll er also bei Xi sein. Das bedeutet jetzt also wirklich, der Punkt Xi hier wäre Gamma von 0. Und was soll jetzt hier beim Parameter 0 der Fall sein? Was soll dann die Geschwindigkeit sein? Ja, der Geschwindigkeitsvektor sollte genau das vorgegebene V sein. Also, was noch gelten sollte, ist, dass Gamma Punkt an der Stelle 0 gleich das vorgegebene V ist. Also noch einmal, V ist Tangentialvektor. Falls wir einen C1-Weg finden können, der durch Xi verläuft, der also dort den Geschwindigkeitsvektor, den Tangentialvektor V besitzt. Okay. Das ist ein Tangentialvektor. So, jetzt kann man nicht nur einen Tangentialvektor betrachten, das seht ihr zum Beispiel da ganz gut in der Skizze, mache vielleicht in einer anderen Farbe. Orange ist schön. Ihr könnt jetzt natürlich auch so laufen, oder? Und was passiert, wenn ihr zum Beispiel so in diese Richtung lauft, dann kriegt ihr diesen Vektor als Tangentialvektor heraus. Das heißt, ihr seht, da gibt es nicht nur einen, da gibt es viele. Und jetzt können wir die Menge aller Tangentialvektoren betrachten. Und ihr seht schon allein in der Skizze, das würde also hier eine ganze Ebene aufspannen, oder? Wenn wir das also hier in den Punkt Xi dranhängen. Und so machen wir das jetzt auch. Also zunächst betrachten wir jetzt die Menge aller Tangentialvektoren. Und das bezeichnet man mit T Index Xi M. Das soll stehen für Tangentialraum im Punkt Xi an M. Und dann nehmen wir die Menge aller V aus RD. Für die gilt, V ist Tangentialvektor. An M in Xi. Okay. Also die Menge aller Tangentialvektoren fassen wir jetzt zusammen zu einer Menge. Deswegen ist er die Menge aller Tangentialvektoren. Und der gibt man also den Namen Tangentialraum. Also Tangentialraum an M in Xi. Also muss man immer sagen, was ist die Mannigfaltigkeit, was ist der Punkt. In einem anderen Punkt schaut die Menge eventuell anders aus, oder? Ist klar. Das könnt ihr euch ja dann schon vorstellen, wenn ihr da oben also so einen Graphen von einer Funktion betrachtet und euch darunter vorstellt. Wenn ihr dann also hier in einen anderen Punkt geht, dann schauen die Tangentialvektoren anders aus. Na gut, jetzt haben wir also diese Menge und ihr seht da eine ganz typische Vorgehensweise. Zuerst einmal definiere ich also, was ein Vektor sein soll. Und dann hoffe ich, dass ich einen Vektorraum als Menge aller dieser Vektoren bekomme. Wenn das jetzt kein Vektorraum wäre, sage ich leider zu, dann wäre auch die Bezeichnung Tangentialvektor nicht so gut irgendwie. Okay, es ist ein Vektor im RD, aber insgesamt wäre es gut, wenn da ein Vektorraum rauskommt. Sehen in der linearen Algebra hat man euch das erzählt, das ist so, wie sich Tirol zu Tiroler Tirolerin verhält, oder? Also, na, sind wir so ein bisschen merken. Also, Entschuldigung, das haben wir jetzt nicht verkneifen können. Ja. Also eine Bemerkung hier dazu. Und die ist irgendwo wichtig. Wir haben jetzt nur gesagt, was die Elemente dieser Menge sind. Was aber noch nicht klar ist, ist, dass das ein Vektorraum ist. Und bitte, das ist nicht ganz so einfach. Das wird also eine Übungsaufgabe sein, da muss man schon ein bisschen was rechnen. Man muss sich jetzt überlegen, warum gibt diese Menge einen Vektorraum? Also das ist hier eine Bemerkung. Man kann Folgendes zeigen. Wenn jetzt die Dimension der differenzierbaren Mannigfaltigkeit M ist. Das ist also eine M-dimensionale differenzierbare Mannigfaltigkeit. Dann ist auch der Tangentialraum von dieser Dimension, und wenn wir überhaupt Dimension sagen können, müssen wir erst einmal sagen, das ist ein Vektorraum. Also das dxm ist dann ein M-dimensionaler R-Vektorraum.
Also der Tangentialraum, der besitzt dieselbe Dimension wie die Mannigfaltigkeit. Also ich denke mal, das könnt ihr euch ganz gut vorstellen, weil im Prinzip macht man es ja auch dort wieder so glatt, oder? So muss man sich irgendwo denken. Und diese Ebene, die hier entsteht, dieser Vektorraum, der da entsteht, der sollte natürlich dieselbe Dimension wie die Mannigfaltigkeit haben. Weil schlussendlich, wie kriegt man Mannigfaltigkeit oder was macht die aus? Indem man das eben in die Ebene Rm Kreuz 0 runterdrücken kann, oder? Und deswegen muss das zusammenpassen. Aber das wirklich nachzurechnen, Übung. Eine Übung in diesem Kontext stelle ich euch aber gleich, warum ist der Nullvektor drin? Wie bitte? Ja, warum ist V gleich 0, also der Nullvektor, in dxim im Tangentialraum? Wer kann das sofort beantworten? Ich sage euch, wie ihr den kriegt. Ihr müsst einen Weg finden, sodass die Geschwindigkeit im Punkt xi 0 ist. Jetzt ist das der Punkt xi, ich stelle mich da hin. Die Zeit vergeht gerade, die bleibt da stehen. Und was ist dann der Geschwindigkeitsvektor? 0. Also ihr nehmt einfach die Abbildung, die konstant auf xi abbildet, oder? Das ist ein Weg und die Geschwindigkeit ist 0. Also ihr seht, der Nullvektor ist drin. Was ist das nächste, was ihr machen müsst? Na, ihr müsst euch überlegen, ist die Summe wieder drin, ist das skalare Vielfache wieder drin? Skalare Vielfache, ich glaube, da kommt sofort drauf, das ist ganz simpel. Die Summe muss man ein bisschen überlegen. Okay? Aber ich glaube, die Idee ist klar, man zeigt, das ist ein Untervektorraum des RD dieser Dimension und so geht man also vor. Okay, jetzt haben wir also mal diesen Tangentialraum und jetzt wollen wir den normalen Raum definieren, genau wie in der Skizze da drüben. Wir wollen alles nehmen, was jetzt orthogonal draufsteht. Und wenn man alles nehmen will, was orthogonal draufsteht, dann definiert man es einfach so. NxM definieren wir jetzt als das orthogonale Komplement von dxm. Da muss ich jetzt fragen, ist euch klar, was das orthogonale Komplement ist? Also alle die, die von euch lineare Algebra 2 besuchen, denen ist das hundertprozentig klar. Wenn nicht, könnte man in dem Skriptum noch mal ein bisschen blättern, würde ich empfehlen. Allen anderen? Also nicht gehört. Lineare Algebra 1 ist das noch nicht so passiert, oder? Aber es ist schnell hingeschrieben. Das orthogonale Komplement ist einfach die Menge aller Vektoren, ich nenne die jetzt μ. Das soll jetzt irgendwie für normale oder sowas stehen, sodass für alle Vektoren aus dem Tangentialraum, also für alle V aus dxm, was gilt? Genau, das Skalarprodukt 0 ist. Also was ist das orthogonale Komplement? Das ist die Menge aller Vektoren, die auf alle in diesem Vektorraum oder in dieser Menge orthogonal stehen. Das bedeutet also, μ skalar multipliziert, Standard skalar multipliziert bei uns hier immer mit V ist gleich 0. Und das hier ist das orthogonale Komplement. Und zum Beispiel in der Skizze glaubt sie mir das sofort, oder? Wenn wir hier jetzt so eine Ebene hätten, dann wäre natürlich orthogonal drauf, gerade eben dieser Vektor, den ich da eingezeichnet habe, und der spannt schon dieses ganze orthogonale Komplement auf. Das wäre also dann hier eindimensional. Und das, was vielleicht auch, ihr wisst, aber das ist also vor allem für die, die das aus der linearen Algebra 2 kennen, was wir hier jetzt dann haben sollten, ist der RD als die direkte Summe von dxm und nxm. Okay? Also so kann man jetzt den ganzen RD zerlegen, das heißt in den tangentialen Anteil und in den orthogonalen. Okay? Aber wie gesagt, das ist also nur so ein Zusatzkommentar dazu, für die, die wissen, was das überhaupt heißt. Na gut, wir haben jetzt also gesehen, wir haben den Tangentialraum, den normalen Raum, den wir jetzt auch so nennen. Also das ist der normalen Raum. Das ist dann auch wieder ein Vektorraum. Und die Frage ist, wie nennt man die Objekte, die jetzt da drin sind? Oder da sind wir jetzt anders vorgegangen, da haben wir jetzt wirklich zuerst hingeschrieben, was der Vektorraum sein soll. Und jetzt ist aber die Frage, wie heißen die Objekte da drin? Na, die heißen dann halt normalen Vektoren. Hätte man fast erraten, oder? Also ein Element μ aus nxm aus diesem normalen Raum heißt dann eben normalen Vektor. Natürlich müssen wir immer nur sagen, ja, für welche Mannigfaltigkeit und in welchem Punkt, aber schreibe ich jetzt nicht dazu. Also gut, jetzt haben wir normalen Vektoren, Tangentialvektoren. Gut, ist schon mal einiges, was wir gemacht haben. Die Frage ist, wie rechnet man die wirklich aus? Ja, wenn ich jetzt da irgendeine abstrakte Untermannigfaltigkeit des RD euch hinmal,
dann hat sie ja keine Chance, das irgendwie konkret zu bestimmen. Oder? Das ist schwierig. Aber wir haben schon einen wichtigen Zusammenhang zwischen Mannigfaltigkeiten und Gleichungen erkannt. Und zwar genauer ist es so, jede Mannigfaltigkeit, jede ja, vernünftige, sage ich jetzt einmal, lässt sich lokal durch Gleichungen beschreiben. Und wir haben speziell auch welche betrachtet, die sich sogar global mittels Gleichungen beschreiben lassen, über den Satz vom regulären Wert. Und das ist jetzt also ein wichtiger Zusammenhang. Wie kann man konkret, wenn man jetzt zum Beispiel als Nullstellenmenge diese Mannigfaltigkeit gegeben hat, den Tangentialraum und den normalen Raum ausrechnen? Und das schauen wir uns jetzt eben an. Das ja, fällt also hier in den nächsten Satz hinein, der also den Titel trägt: Bestimmung von Tangential und normalen Raum. Also Bestimmung von, das soll von heißen, von Tangential und normalen Raum. Also ich zumindest sage jetzt, dass der Satz so heißt, das ist keine Ö-Norm oder so. Gell? Also ich finde es nur immer praktisch, wenn man im Titel da irgendwie fast schon die Aussage des Satzes hat, zumindest was er hergibt. Okay, was braucht man? Was wir brauchen zunächst einmal, ist eben jetzt die Mannigfaltigkeit, die wir betrachten als Nullstellenmenge oder zumindest als Urbild von eben einem regulären Wert. Das heißt, was wir gegeben haben, ist eine offene Teilmenge und das des RD. Und wir haben eine Abbildung F, die soll C1 sein, also wir wollen mindestens eine differenzierbare Mannigfaltigkeit bekommen, deswegen soll dieses F auch C1 sein, die geht von D nach RD minus N. Was haben wir noch gegeben? Wir haben einen regulären Wert gegeben. Weiters sei Eta aus RD minus N regulärer Wert von F. Wozu führt das noch einmal? Da müssen wir uns an den Satz vom regulären Wert erinnern. Wenn wir jetzt setzen, m ist gleich f hoch minus 1 der Menge, die Eta enthält, also das Urbild von Eta unter f, dann ist das eine wie vieldimensionale Mannigfaltigkeit? Also ich habe schon mindestens eine Person gesehen, der m auf den Lippen lag. Finde ich sehr gut, weil, was war die Faustregel? Sollte man sich natürlich nicht nur als eine Faustregel merken. Dimension von Bild, Dimension von Definitionsbereich. Wie muss ich die also in Verbindung bringen? Satz vom regulären Wert. Was gibt es für eine Mannigfaltigkeit? Also von welcher Dimension? Wie war das so? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt d-m Gleichungen in m Unbekannten so irgendwie, oder? Was ist dann die Nullstellenmenge, die entsteht? Oder zumindest, also wenn ihr das Eta auf die andere Seite schubst, oder halt das Urbild. Was soll das so für eine Dimension haben? Das hat man vielleicht auch schon aus der linearen Algebra im Gefühl. Könnte ja linear sein, oder? Keine Idee. Na, Definitionsbereich minus, und da haben wir eben Bildbereich, wenn man vollen Rang hat. Gell? Also das heißt, D minus D minus M gibt aber M. Also das hier ist diffbare Mannigfaltigkeit mit Dimension N. Also Dimension ist N. Und das sagt der Satz vom regulären Wert. Im Prinzip nur Wiederholung. Und erinnert euch nochmal, was regulärer Wert heißt. Das bedeutet also, alle Punkte da drin sind also reguläre Punkte von F. Was bedeutet hat, man kriegt überall Karten. Das war irgendwie da der entscheidende Schritt. Gut, das ist jetzt hier die Voraussetzung. Jetzt will man halt den Tangentialraum und den normalen Raum berechnen. Kleinigkeit noch dazu, bitte, m ist ungleich leer, aber das ist, glaube ich, eh klar. Das setzt man hier immer voraus. Und das Erste ist einmal, wie bestimmt man den Tangentialraum in einem Punkt? Also der Punkt, den wir betrachten, der ist also xi aus n. Und der Tangentialraum in Xi an M, der ergibt sich gerade als Kern der Jacobi-Matrix in diesem Punkt. F' an der Stelle Xi ist eine Matrix. Was ist denn der Kern einer Matrix? Schon wieder lineare Algebra. Das ist so viel lineare Algebra. Ist aber klar, weil man jetzt alles linearisiert hat. Da muss lineare Algebra daherkommen. Was ist der Kern einer Matrix? Ja, Menge aller
Vektoren, die auf 0 abgebildet werden, oder? Also, das ist alles, was von der Matrix auf 0 abgebildet wird. Das ist der Kern. Und der Kern der Jacobi-Matrix in diesem Punkt gibt genau den Tangentialraum. Zweitens, und das ist eine direkte Konsequenz eigentlich, wir werden sie dann vielleicht noch leicht ausführlicher besprechen, aber das ist eigentlich nur lineare Algebra. Was ist dann das orthogonale Komplement? Na, das ist der normalen Raum. Und wie muss der jetzt aufgespannt werden? Die Jacobi-Matrix enthält in jeder Zeile die einzelnen Jacobi-Matrizen der Komponentenfunktionen. Wenn ich es transponiere, könnt ihr es auch als Gradienten vorstellen. Also in den Zeilen stehen im Prinzip die Gradienten umgeschmissen. Und wie sieht denn das jetzt so aus mit dem orthogonalen Komplement des Kerns? Na, der wird von den Zeilen erzeugt. Also das ist lineare Algebra, das kann man sich also halt überlegen. Gradient von F1 an der Stelle Xi bis Gradient von, und wie viele Komponenten haben wir? B minus M an der Stelle Xi. Diese Vektoren, die spannen jetzt dann also diesen normalen Raum auf. Und bitte beachtet es bei vollem Rang. Aber das ist vorausgesetzt, weil wir einen regulären Wert haben. So, also, das ist jetzt einmal der Satz, der uns wirklich sagt, wie man rechnet. Jetzt machen wir ein Beispiel dazu, dass wir mal sehen, was man tun muss. Beispiel. Ein einfaches Beispiel wäre die SD-1. Ja? Also wir nehmen die Einheitssphäre im RD, die D-1-dimensionale Einheitssphäre, und da wollen wir jetzt also Tangentialvektoren, Tangentialraum und entsprechend auch den normalen Raum dran bestimmen. Da müssen wir uns überlegen, was waren die SD-1? Ja, die SD-1 müssen wir jetzt wieder schreiben als das Urbild eines regulären Werts unter einer passenden Abbildung. Dann können wir so vorgehen. Aber das haben wir das letzte Mal gerade gemacht. Wir haben es geschrieben als ein f hoch minus 1 der Menge, die nur 1 enthält. Jetzt muss ich nochmal sagen, was f war. Was war f? Ja, was ist die sd minus 1? Das ist die Menge aller Vektoren, deren 2-Norm 1 ist. Also sollte man f vielleicht hier jetzt setzen, von rd nach r laufend. Ein Vektor x wird abgebildet auf seine 2-Norm zum Quadrat. Zum Quadrat deswegen, weil dann braucht es über Differenzierbarkeit gar nichts nachdenken, oder? Das ist nämlich ein Polynom, was da steht. Also x1 Quadrat plus x2 Quadrat und so weiter und so fort. Und das ist die SD-1 und das hat uns also gesagt, die SD-1 muss deswegen was sein? Eine D-1-dimensionale Untermannigfaltigkeit, sogar differenzierbar natürlich. Also Mannigfaltigkeit, Untermannigfaltigkeit des RD. Das haben wir also das letzte Mal mit dem Satz vom regulären Wert uns überlegt. Was wir auch schon überlegt hatten ist, warum wir hier überhaupt einen regulären Wert haben. Warum ist 1 ein regulärer Wert? Und was haben wir dazu ausgerechnet? Nur die Jacobi-Matrix, oder? Und die könnte man noch einmal ausrechnen. Beziehungsweise wir könnten auch gleich hergehen und den Gradienten ausrechnen in irgendeinem Punkt Xi. Also Xi ist jetzt irgendein Punkt auf der SD-1 und wir rechnen jetzt davon den Gradienten aus. Was ist das letzte Mal rausgekommen? Wer weiß es denn noch? Die Halbwertszeit von Wissen ist immer beeindruckend. Wie bitte? Ja, 2x, 2xi heißt jetzt halt da. Perfekt. Immerhin einer. Ich bin schon voll zufrieden. Ja, also, gibt fast schon Applaus, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Jetzt seid ihr doch alle motiviert, mehr aus der letzten Vorlesung mitzunehmen, oder? Sehr gut. Okay. Also, wunderbar, 2xi. Was sollte denn das jetzt geben? Na, das sollte den normalen Raum aufspannen. Und jetzt machen wir als Skizze dazu, dann werdet ihr das Ergebnis, selbst wenn wir es jetzt nicht so nachberechnet hätten, sofort glauben. Nach dem Satz, den wir gerade besprochen haben, sollte der normalen Raum an die SD-1 von was aufgespannt werden? Von den Gradienten der Komponentenfunktionen. Wie viele Komponenten haben wir? Eine einzige, oder? Also der Gradient ist eine Spalte hier. Und damit sollte das aufgespannt werden vom Gradienten im Punkt Xi.
Ja? Wir gehen nach R, da gibt es also nur eine Komponentenfunktion, der Gradient ist eine Spalte. Das kann man auch schreiben, wenn man will, als R mal Gradient von F an der Stelle Xi. Was ihr lieber mögt, oder? Also das halt von diesem Vektor als R-Vektorraum aufgespannte Ding. Kommt jetzt hier drauf an, ob ihr einen Zweier dazu mal. Mir ist egal, oder? Das heißt, das ist R mal Xi. Also das ist die Menge aller Vielfachen von Xi. Jetzt schauen wir mal in einer einfachen Skizze, was das geben sollte. Also das hier wäre die SD minus 1. Wir stellen es uns jetzt nur in zwei Veränderlichen vor, also sprich in der Ebene. Wir nehmen den Einheitskreis und wir fixieren jetzt hier irgendeinen Punkt Xi. Was wäre jetzt der normalen Raum? Na, der normalen Raum müsste sein, alle Vielfachen von Xi. Was kriege ich denn da? Der Vektor Xi ist der da. Besser kann ich den nicht zeichnen. Was ist der Vektorraum, der von Xi aufgespannt wird? Na, die Gerade, in der Xi drin liegt, oder? Also die Gerade durch 0 hier, hüpst die. Und das wäre das n Xi SD minus 1 oder in der Skizze halt S1. Ist das überraschend? Na, jetzt nehmen wir uns einen Tangentialvektor. Wie kriegen wir einen Tangentialvektor? Wir brauchen eigentlich nur dieses Stück der Mannigfaltigkeit nehmen und mit einem Weg durchlaufen. So oder so. Aber was kriegen wir als Tangentialvektoren heraus? Ja, Vektoren, die tangential verlaufen. Und was wird davon aufgespannt? Na, was davon aufgespannt wird, zeichne ich vielleicht da jetzt so in Gelb, ist irgendwas Krummes, was gerade sein sollte, aber ich glaube, ihr kriegt die Idee. Das hier, wenn ich es jetzt wirklich im Punkt Xi einzeichne, wäre der affine Unterraum Xi plus dxi sd minus 1. Also Achtung, da müsst ihr aufpassen, das dxi sd minus 1 ist also der parallele Untervektorraum zu diesem affinen Unterraum. Aber ich verschiebe das in Xi rein, dann ist es nämlich sozusagen in der Skizze ein bisschen besser, oder? Und wir sehen, die sind also genau orthogonal. Guck, wenig überraschend. Also da ist es einfach eine eindimensionale Untermannigfaltigkeit, in der Skizze jetzt zum Beispiel, oder? Wir brauchen also nur einen Weg nehmen, einen Tangentialvektor ungleich 0 betrachten, dann wissen wir schon, der spannt den ganzen Tangentialraum auf. Aber wie wir eigentlich vorgegangen sind, ist noch viel einfacher. Wir haben den normalen Raum ausgerechnet, indem wir den Gradienten bestimmt haben. Und dann als orthogonales Komplement kriegen wir natürlich wieder den Tangentialraum. Also es gilt natürlich auch umgekehrt, der Tangentialraum dxim ist ja gerade vom normalen Raum auch das orthogonale Komplement. Also kommen wir wieder zurück. Und das ist meistens der einfachere Weg, weil, ihr seht, mit Hilfe dieses Satzes und der zweitens da oben, habt ihr eine explizite Berechnungsmethode, oder? Da rechnet ihr einfach die Gradienten der Komponentenfunktionen aus, ihr habt den aufgespannten Untervektorraum und dann müsst ihr halt schauen, was darauf orthogonal steht und das gibt euch den Tangentialraum. Okay. Also wir sehen, das ist relativ simpel für die SD-1, solange man den Gradienten da oben ausrechnet. Das wisst ihr noch alle, wie wir da auf 2 Xi kommen sind. Ja, es haben mindestens 3 Personen genickt. Wenn die anderen nichts sagen, dann wisst ihr das noch. Okay, passt. Gut, also das als ein Beispiel. Ja? Wie sind wir auf 2 Xi? Wie sind wir auf 2 Xi? Okay. Wiederholung. Okay, schauen wir uns nochmal das F an einer Stelle x einfach an. Das ist die 2-Norm dieses Vektors zum Quadrat. Das ist x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x und wie viel haben wir denn da? xd zum Quadrat. So, was ist f' an derselben Stelle? In der ersten Komponente muss ich einfach nur differenzieren nach x1. Was bedeutet, da kommt 2x1 heraus. Dann, hier der Eintrag ist differenziert nach x2, also kommt 2x2 heraus. Punkte, 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 bis wir bei 2xd sind. Also das ist zweimal der Vektor x transponiert. Wenn man wieder als Spalte eben interpretieren. Und damit liefert der Gradient gerade das Transponierte davon. Also der Gradient von f an so einer Stelle x wäre dann also zweimal der Vektor x selber. Ne? Damit haben wir es wieder geschafft. Also das ist so die Rechnung, die man durchaus machen sollte. Ihr seht aber sofort,
grafisch ist vollkommen klar, dass das rauskommen muss, oder? Also dass der normalen Vektor, gerade der Vektor selber, an eine Kugel ist, das ist vollkommen klar. Aber gut, Skizze heißt noch nicht Beweis und deswegen sollte man das schon mal nachrechnen. Skizze heißt noch nicht Beweis, deswegen sollte man es beweisen. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir wirklich so rechnen können, oder? Also das müssen wir uns jetzt noch überlegen und wir werden sehen, dass das allerdings relativ einfach geht. Der Beweis ist nicht sehr schwierig. Was zeigen wir unter erstens? Unter erstens müssen wir uns einmal zunächst überlegen, warum jeder Tangentialvektor im Kern von f' an der Stelle xi liegt. Also zunächst einmal zeige für v aus dxim, dass Folgendes gilt. V ist im Kern von f' an der Stelle xi. Also zunächst einmal, wenn wir wirklich Gleichheit haben wollen, zeigen wir eine Teilmengenrelation. Welche zeigt das? Also ich will ja zeigen, dxim ist gleich der Kern von f' an der Stelle xi. Was zeigt das? Zeigt das schon die Gleichheit? Ja, schlussendlich ja, aber mit einem Zusatzargument. Aber so wie es da steht, zeigt es nur mal, alles was hier drin ist, ist auch da drin. Alles was hier drin ist, ist auch da drin. Das ist diese Teilmengenrelation, oder? Die zeigen wir jetzt zunächst einmal. Und dann werden wir uns überlegen, warum dann quasi schon folgt, dass die beiden gleich sein müssen. Aber Schritt für Schritt, zunächst einmal, wir zeigen, jeder Tangentialvektor liegt im Kern der Jakobi-Matrix. Wie gehen wir vor? Wenn wir einen Tangentialvektor haben, dann können wir wirklich sagen, was das bedeutet. Das bedeutet, wir können ein kleines Epsilon wählen, eventuell sei kleines, Epsilon größer 0, und einen C1-Weg, Gamma, der in minus Epsilon startet, bis Epsilon geht, ganz in M verläuft, das ist wichtig, mit welcher Eigenschaft? Zum Zeitpunkt 0 soll er gerade in Xi herumwegen und dann dort die Geschwindigkeit V haben. Und warum gibt es so ein Epsilon und so einen C1-Weg? Ja, weil V Tangentialvektor ist, oder? Das ist die Definition von Tangentialvektor. Was können wir jetzt damit tun? Na, was wir jetzt damit machen können ist, wir können uns anschauen, was f von Gamma von t gibt. F von Gamma von t, für irgendein t, zwischen minus Epsilon und Epsilon natürlich. Was kommt da raus und warum? Wie hängen denn m und f zusammen? Wir müssen uns jetzt nochmal überlegen. Wie hängen M und F zusammen? Wie ergibt sich denn das M? Als Urbild von Eta unter F. Und warum ist mir das gerade wichtig, wie die zusammenhängen? Wo lebt das da? In M. Das Gamma verläuft ganz in M. Das heißt, jeder Funktionswert liegt in M. Wohin bildet F Elemente von M ab? Also M ist f hoch minus 1 der Menge, die nur Gamma enthält. Das bedeutet, alles was in M liegt, wird auf Eta abgebildet. Ja, genau so ist M definiert. Also nochmal, wir haben ein Element von M. M ist aber dieses Urbild, und zwar von Eta unter F, was gerade bedeutet, wenn ich wieder was aus M einsetze, kommt natürlich Eta heraus. Ja, gut, das ist jetzt nicht sehr überraschend. Aber das hat jetzt einen ziemlichen Impact, weil das bedeutet, egal welches t ich hier einsetze, f nach Gamma, das ist Eta, das ist konstant. Oder? Das ist jetzt eine Konstante, das ist konstant Eta. Und was passiert jetzt, wenn wir differenzieren? Also, wir differenzieren nach der Zeit. Wir sehen, auf der rechten Seite steht eine Konstante. Die Hintereinanderausführung ist stets eine Konstante. Wir verwenden die allmächtige Kettenregel und kommen auf Folgendes. F' von Gamma von t mal innere Ableitung Gamma Punkt von t muss 0 sein. Also, rechte Seite 0. Hintereinanderausführung ist nämlich abgeleitet, dann also damit 0, weil die rechte Seite abgeleitet 0 gibt. Und jetzt schaut es schon ziemlich gut aus, würde ich behaupten. Was sollte man jetzt hier einsetzen? Was wäre jetzt eine sinnvolle Wahl von t? Interessiert mich t gleich 1 42stel? Na. Welchen t-Wert entspricht also der Punkt xi?
Ja, t gleich 0. Dort interessiert mich ja, was passiert. Und jetzt setzen wir einfach t gleich 0 ein. Ist da nicht verboten. Und wir kriegen raus, f' an der Stelle Gamma von 0 mal Gamma Punkt an der Stelle 0 ist 0. Okay, so weit, so gut. Es geht aber weiter. Gamma von 0 war Xi. Dann steht also hier F' an der Stelle Xi. Gamma Punkt von 0 muss gerade der vorgegebene Tangentialvektor sein, also V. Und das ist noch immer 0. Warum ist das jetzt abgeschlossen? Was wollten wir eigentlich zeigen? Wir wollten eigentlich zeigen, dass es im Tangentialraum liegt, oder? Das ist also dass das so ist, dass es also im Kern dieser Matrix liegt. Und was steht da? Die Matrix drauf angewandt ist 0. Ja, passt. Also V liegt tatsächlich im Kern von F' an der Stelle Xi. Ja, steht es da. Weil die Matrix auf den Vektor angewandt ist 0, damit liegt es im Kern. Passt, gewonnen. Und damit haben wir das schon mal geschafft. Also, ich fasse zusammen. Wir haben jetzt gezeigt, jedes V aus dxi m liegt im Kern von f' an der Stelle xi. Jetzt haben wir diese Teilmengenrelation. Und jetzt kommt wieder lineare Algebra. Das hier ist ein Untervektorraum von Rd welcher Dimension? Das ist ein m-dimensionaler Untervektorraum von Rd. Was ist das da drüben? Was ist der Kern? Habt ihr vielleicht mal so diese Dimensionsformel gehört oder so? In der linearen Algebra? Ja, nein, vielleicht. Wie kriege ich denn die Dimension des Kerns? Ihr könnt euch auch vorstellen, wie beschreibt man die Lösungen eines linearen Gleichungssystems durch endlich viele Daten und so weiter und so fort. Da muss man ja irgendwann wissen, was ist eben die Dimension des Lösungsraums, und zwar des homogenen Gleichungssystems. Das heißt aber gerade, wenn die Matrix A heißt, Ax ist gleich 0, muss ich lösen. Und was kommt denn da raus? Was muss ich überlegen? Wie viele Pivots gibt? Das ist aber der Rang der Matrix. Da muss ich die gesamte Dimension nehmen und davon eben den Rang abziehen. Ja, könnt ihr euch daran erinnern, so irgendwie. Und der Rang aber hier, der wissen wir, ist voll, d-m. Das heißt, wir müssen von d-m abziehen, die Dimension hier ist auch m. Also auch das ist ein m-dimensionaler Untervektorraum. Ja, also lineare Algebra. Also nochmal, die Dimension dieser Matrix ist, kann man vielleicht nochmal hinschreiben, also wie sieht diese Matrix aus? Das ist eine Rd-m Kreuz D-Matrix. Wir wissen, dass der Rang voll ist, was jetzt hier bedeutet, dass er d-m ist, weil Xi ist regulärer Punkt. Und damit muss ich also die Dimension des Kerns von f' an der Stelle Xi ergeben als d-d-m. Und das ist gerade n. Okay. Das heißt, wir haben da oben einen m-dimensionalen Untervektorraum von Rd, da einen m-dimensionalen Untervektorraum von Rd und der eine ist enthalten im anderen. Was kann man dann über die beiden Untervektorräume sagen? Was hat es denn in lineare Algebra so gemacht? Nein, wir sind schon mal dran. Wir stellen es uns anhand von Geraden im R2 vor. Ihr habt einen Untervektorraum, einen eindimensionalen, das ist eine Gerade durch 0. Jetzt habt ihr eine andere Gerade durch 0. Die eine ist eine Teilmenge von der anderen. Damit sind sie gleich, oder?
Ihr könnt es euch auch vorstellen, ihr nehmt vom einen Untervektorraum eine Basis, vom anderen eine Basis. Die ganzen Basiselemente vom einen sind im anderen drin, dann sind sie gleich, oder? Also so vielleicht irgendwie in der Richtung. Also daraus folgt jetzt bereits, aufgrund dieser Teilmengenrelation und dass sie beide gleiche Dimension haben, sie sind schon gleich. Also Kern von F' an der Stelle x. Und damit haben wir schon mal gewonnen. Also jetzt haben wir den ersten Teil gezeigt und der zweite Teil, der folgt jetzt. Jetzt könnt ihr schreiben, klar, mache ich jetzt aber nicht. Wir schauen uns nochmal das F' an der Stelle x an. Wie sieht das Ding aus? In der ersten Zeile steht die erste Komponentenfunktion, genauer davon die Jacobi-Matrix an der Stelle. Die nächste Zeile ist die zweite Komponentenfunktion, bis wir bei der letzten sind, das ist die d-mte. Davon die Jacobi-Matrix, so sieht das Ding aus. Und was wir jetzt bilden müssen, ist von dieser Matrix das orthogonale Komplement, also genauer vom Kern das orthogonale Komplement ist hier gemeint. Und das ergibt sich jetzt einfach als den Vektorraum, der aufgespannt wird von den ganzen Spalten. Also es folgt daraus, dadurch, dass der normalen Raum das orthogonale Komplement des Tangentialraums ist, aber was wir gerade gesagt haben, das wird also das gleiche sein wie der Kern von F' an der Stelle x, da haben wir gezeigt, das ist das gleiche, wird jetzt damit aufgespannt von den ganzen Zeilen, und die ganzen Zeilen wieder als Vektoren im RD geschrieben, sind aber gerade die Gradienten der Komponentenfunktionen. Ja? Ja, und damit haben wir es geschafft. Also im Prinzip ist jetzt an vielen, vielen Stellen ist das viel lineare Algebra und ja, ein bisschen lineare Algebra darf man sonst auch glauben. Ist schon okay. Bei Analysis schaut das natürlich anders aus. Okay, seid ihr damit zufrieden? Jetzt haben wir also wirklich eine Möglichkeit gefunden, wie man Tangentialraum, normalen Raum effektiv ausrechnet für Mannigfaltigkeiten, die halt das zumindest in der Form zulassen. Und das werden natürlich welche sein, die wir auch betrachten werden. So, nach der Pause werden wir jetzt also in ein weiteres Kapitel starten und ich zeige euch also noch ganz kurz, um was es jetzt hier geht. Es geht jetzt, und ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, um die Berechnung von Extrema unter Nebenbedingungen. Also gegeben haben wir zum Beispiel, stellen wir uns da vor, so eine Funktion, so eine Höhenlandschaft oder sowas in der Richtung und wir schränken uns ein auf einen gewissen Pfad, zum Beispiel indem wir den Definitionsbereich auf die S1 einschränken, auf den Einheitskreis. Was wir kriegen, ist eben ein Pfad auf dieser Berglandschaft oder Hügellandschaft zumindest. Und wir interessieren uns dafür, was sind die Maximal- und die Minimalstellen, also Extrema, unter der Nebenbedingung, dass wir auf der Kreislinie bleiben. Und das sind eben Extrema unter Nebenbedingungen. Das werden wir jetzt genau formulieren. Wir werden sehen, dass das genau zusammenhängt mit diesem Konzept des tangential-normalen Raums und eine Berechnungsmöglichkeit liefert, wie man diese Extrema eben genau rauskriegt, was in dem Fall die schwarz eingezeichneten Pünktchen hier werden. Und genau dieses Beispiel schauen wir uns dann nach der Pause an, nach dieser Uhr um 14 nach. Ja, wir starten jetzt in diese ganz richtige, wichtige Anwendung hier, Extrema unter Nebenbedingungen. Das wird eine sein, weil ich gerade in der Pause gefragt worden bin, ja natürlich, viele von den Dingen, die wir jetzt machen, sind schon ein bisschen Vorbereitung für den Satz von Gauss und so weiter. Also wo man dann auch eben normalen Vektoren braucht und so weiter und so fort. Dankeschön. Super. Okay, Extrema unter Nebenbedingungen. Wir machen das jetzt so ein bisschen in Richtung forschendes Lernen. Wir schauen uns genau dieses Beispiel da an und probieren zu erarbeiten, auf was es drauf ankommt. Beispiel. Also, was seht ihr hier? Ihr seht den Graphen einer Funktion. Ich verrate euch, welche das ist. Das ist xy, wird abgebildet auf x mal y. Also, der Graph der Funktion, den ihr hier seht, ist genau der dieser Funktion f. Und wenn euch das mit Berg-Hügellandschaft da irgendwie ein bisschen zu esoterisch ist, dann stellt es euch kapitalistisch als Gewinnfunktion vor. Abhängig von, was weiß ich, gewissen Absätzen von Gütern X und Y, irgendwie so in der Richtung. Also da gibt es viele, viele Anwendungen, warum man sowas betrachten will. Vielleicht jetzt nicht gerade X mal Y, aber ähnliches. Wir haben eine weitere Funktion gegeben, die nenne ich G. Die soll ebenfalls von R2 nach R gehen und die soll XY abbilden auf x² plus y² minus 1. Warum? Weil die Nullstellenmenge dieser Funktion, die kennen wir.
Was ist g hoch minus 1? Der Menge, die nur die 0 enthält. Na, die Nullstellenmenge der Funktion g ist gerade der Einheitskreis. Also das ist die S1. Das ist unsere Mannigfaltigkeit, die wir hier betrachten. Und was wir wissen ist, das ist wirklich eine Mannigfaltigkeit und zwar eine eindimensionale. Satz vom regulären Wert haben wir uns überlegt. Wir haben jetzt hier einfach nur um 1 verschoben, aber bleibt alles erhalten. Und was wollen wir jetzt finden? Wir wollen jetzt finden die Extrema dieser Funktion unter der Nebenbedingung g gleich 0. Also das ist das Ziel. Finde Extremstellen von f unter der sogenannten Nebenbedingung, weil die mir ausschreiben, schreibe ich immer nb für Nebenbedingung, g gleich 0. Was aber auf gut Deutsch hier heißt, auf dieser Einheitskreislinie sucht man die größten und die kleinsten Funktionswerte. Warum kann man hier wirklich sicherstellen, dass man sogar globale Extrema finden? F ist brav. Wie brav? Mindestens stetig. Das ist eine C-unendlich Funktion. Die S1, das ist eine kompakte Menge. Also kompakte Menge, f stetig, was fällt uns dazu ein? Satz von Minimum und Maximum, f nimmt tatsächlich Minimum und Maximum auf dieser Kreislinie an. Ja, wissen wir schon. Und genau diese Minima und Maxima, die suchen wir, oder? Also Minimal- und Maximalstellen, die sind also hier gesucht. Und wir werden also sehen, dass hier nicht nur eben lokale angenommen werden, sondern sogar globale. Aber im Allgemeinen ist es so, dass das hier jetzt lokale Extremstellen sein können. Wir definieren sie dann noch genau, weil euch ist klar, was gesucht ist. Sind die Punkte da oben gesucht. Und jetzt überlegen wir, wie wir vorgehen könnten. Und dazu schauen wir uns das ganze Problem mal runterprojiziert in die Ebene an. Das, was ihr da seht, ist einfach das Höhenprofil, oder? Also das wären jetzt die Niveaumengen, entsprechend gezeichnet. Und das, was ihr hier seht, ist die Einheitskreislinie, also der Einheitskreis. Und jetzt sollte man hier eine Beobachtung machen. Da natürlich kann man sofort erraten, wo die Extrema sind. Aber was ist das Entscheidende in diesen Punkten? Wir haben es schon mal besprochen. Ich probiere es nochmal raus zu skizzieren. Es wird mir vielleicht das nicht so ganz gelingen, aber ungefähr probiere ich es halt mal. Also das hier wären die entsprechenden Höhenlinien, die Niveaulinien. Und da irgendwo kommt der Einheitskreis daher. Schauen wir mal, ob ich das so da zeichne. Flip. Flip. Ja, so was Ähnliches wie der Einheitskreis. Also das, was ihr da seht, sollte ein Stückchen der S1 sein. Und was erkennen wir jetzt in diesem Punkt, in dem ein Extremum unter dieser Nebenbedingung vorliegt? Da verlaufen die beiden Linien tangential. Das sieht man jetzt da. Es verläuft tangential. Wenn ihr da jetzt andere Punkte anschaut, in denen wir kein Extremum haben, verläuft es nicht tangential. Das heißt, es ist eine interessante Beobachtung. Wenn wir ein Extremum in einem Punkt haben, dann verlaufen diese Linien zueinander tangential. Das ist eine Beobachtung, die wir jetzt gerade gemacht haben. Achtung, später wird die Kausalität dann anders sein. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Naja, also es ist so, es kann ein Extremum vorliegen, ohne dass es tangential verlaufen muss. Aber wenn ein Extremum vorliegt, dann verläuft es tangential. Na Moment. Es ist ein, also man muss aufpassen, es ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende. Das ist also hier das Problem. Das kennen wir schon von lokalen Extrema, oder? Und so ähnlich ist es dann auch hier. Also, was wir haben ist tangentialer Verlauf, das erkennen wir da. Also da müssen wir Extremstellen suchen und eben es könnte sein, dass es tangential verläuft, aber kein Extremum vorliegt. Entschuldigung, so wollte ich sagen. Also so rum stimmt es jetzt. Und jetzt müssten wir uns nochmal überlegen, wie man in so einem Höhenprofil jetzt irgendwie sagen kann, was tangential verlaufen heißt. Am besten irgendwie so, dass man einfach einen Vektor hinschreiben kann, oder? Das wäre das Allerbeste. Na, tangential geht nicht ganz, aber was man da erkennen können ist, dass es von hier nach oben geht, oder? Das sieht man, also unten wird es tiefer blau und nach oben wird es heller, was also bedeutet, hier wird es größer. Und da können wir dranhängen den Gradienten. Wenn das also jetzt der Punkt Xi wäre, dann hätten wir hier den Gradienten von F im Punkt Xi. Weil wir wissen, der Gradient, der steht orthogonal auf die Niveaumengen, auf diese Höhenlinien und zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs. Der schaut so aus. Ja, anders kann der nicht ausschauen. Und was wir aber auch sagen können, ist, was hier
ein Tangentialvektor ist, oder? Sag kein Problem. Aber genauer erkennen wir jetzt da folgenden Zusammenhang. Der Gradient von f an der Stelle xi steht auf jeden Tangentialvektor orthogonal. Wo liegt da also drin? Was ist die Menge aller Vektoren, die auf alle Tangentialvektoren orthogonal stehen? Der normalen Raum. Also wir erkennen, der Gradient von f an der Stelle xi, in so einem Punkt, wo ein Extremum vorliegt unter dieser Nebenbedingung, der liegt im normalen Raum der betrachteten Mannigfaltigkeit. In dem Fall ist es die S1. Und in dem Fall wissen wir sogar schon, wie man das ausrechnet. Das ist einfach R mal xi. Ja, so sieht das aus. Haben wir gerade vorhin ausgerechnet. Der normalen Raum schaut also so aus. Okay, das ist nicht schlecht, weil wir müssen jetzt nur suchen, was sind die Koordinaten aller Punkte, wo der Gradient von f in dem Punkt im normalen Raum liegt, was aber bedeutet, ein Vielfaches ist von xi. Also rechnen wir es aus. Jetzt wirklich die Rechnung. Gradient von f, und ich schreibe jetzt an einer Stelle xy, können wir ausrechnen. Was gibt der Gradient von f an einer Stelle xy? Zuerst muss ich nach x differenzieren, bleibt mir also das y stehen. In der zweiten Komponente muss ich erst nach y differenzieren, bleibt das x stehen. Und was wir eben auch haben, wäre jetzt ein aufspannender Vektor für den normalen Raum. Also genauer können wir da einfach den Gradienten von g bilden. An der Stelle xy, aber da wissen wir auch schon, was das ist. Und zwar ist es einfach xy selber. Genauer mal 2, aber das ist egal. Ja? Also 2 mal xy, das ist nämlich der Vektor x-Vektor, oder? Also so kann man den auch bezeichnen. Gut, jetzt haben wir das soweit ausgerechnet. Und jetzt nochmal, was ist die Bedingung, die wir erkannt haben? Die Bedingung, die wir erkannt haben, ist, dass dieser Vektor ein skalares Vielfaches von dem da sein muss. Also Bedingung, dieser Vektor muss ein skalares Vielfaches von dem da sein. Was bedeutet, wir müssen eine Konstante finden können, so dass sich der Gradient von f in dem Punkt, den wir dann näher betrachten wollen, xy mit den Koordinaten halt, dass der sich schreiben lässt als ein skalares Vielfaches von diesem Gradienten. Da kann ich einen Zweier aber auch weglassen zum Beispiel, also das wäre kein Problem, also wäre der Punkt xy. Und ob ich das auf eine Seite oder die andere schreibe, ist egal, das muss in Summe 0 ergeben. Also ihr könnt jetzt natürlich das Lambda-Gradient auf die andere Seite schupfen, also Lambda-Gradient g auf die andere Seite, dann wird wirklich da stehen, Gradient f muss ein Vielfaches sein von Gradient g. Das ist genau die Bedingung, die hier steht, oder? Also es ist die, die wir hier erkannt haben, es muss also im normalen Raum liegen. Und jetzt setzen wir explizit ein. Wenn wir explizit hier einsetzen, sehen wir, dass wir haben müssen, dass der Gradient, der xy ist, falsch yx, verkehrt rum, plus ein Lambda mal xy, dass das 0 sein muss. Und bitte, die Bedingung ist, wir müssen so ein Lambda finden können. Ja? Also das ist das Ziel. Finde ein Lambda aus R, sodass das gilt. Das bedeutet, der Gradient von f liegt im normalen Raum von g. Ist alles nur umformuliert. Wann ist das möglich? Wie müssen sich die beiden Vektoren zueinander verhalten? Ganz allgemein. Zwei Vektoren. Wann ist es möglich, den einen als Vielfaches vom anderen zu schreiben? Wenn sie linear unabhängig oder abhängig sind? Ja, wenn sie linear abhängig sind. Das bedeutet, wir müssen also schauen, wann wird die Determinante der kombinierten Matrix hier, yx, xy, 0 oder ungleich 0? Ja, linear abhängig, die Determinante sollte 0 sein. Also wann wird diese Determinante 0? Das ist jetzt die Bedingung. Und das sehen wir genau dann, wenn y² minus x² gleich 0 ist. Genau dann, wenn also x² gleich y² ist. Genau dann also, wenn, und Achtung, Achtung, ich ziehe auf beiden Seiten die Wurzel, Betrag x gleich Betrag y ist. So, jetzt habe ich also eine Bedingung gefunden an x und y, unter der wir sehen, dass der Gradient im normalen Raum liegt, genau diese Situation vorherrscht, dass also diese Linien tangential zueinander verlaufen.
Kann ich jetzt alle Punkte ausrechnen? Ich behaupte ja, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch eine Nebenbedingung. Und die Nebenbedingung sagt ja, wir müssen auf der S1 sein, g von xy muss zudem noch 0 sein. Aber das ist genau dann der Fall, wenn x² plus y² gleich 1 ist oder minus 1 gleich 0 ist. Ja, sagt diese Nebenbedingung. Also wir haben diese Nebenbedingung plus die Bedingung, die wir hier oben sehen, dass der Gradient oder wie soll man sagen, dass die Linien eben tangential verlaufen. Und jetzt können wir alle xy ausrechnen, die diesen beiden Bedingungen genügen. Das behaupte ich ist relativ einfach. Was sind die Punkte, die wir kriegen? Wer kann man sagen, die Menge aller xy, die betragsmäßig gleich sind, so dass sie am Einheitskreis liegen im R2? Was muss x² geben? 1/2, oder? Y² muss auch 1/2 geben. Betragsmäßig müssen sie ja gleich sein. Das bedeutet, jede der Komponenten muss plus minus 1 durch Wurzel 2 sein. Und bitte aufgepasst, es gibt 4 Punkte jetzt, oder? Jede Kombination an Vorzeichen ist hier möglich. Ein Punkt wäre also 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2. Weiterer Punkt wäre minus 1 durch Wurzel 2, plus 1 durch Wurzel 2, also 4 Punkte insgesamt. Und welche 4 Punkte sind das? Ja, die, die wir da oben sehen, oder? Die haben genau diese Koordinaten. Wenn wir uns das Bildchen vernünftig machen, dann können Sie es auch abmessen. Oder? Das ist klar, dass es die jetzt da sein müssen. Aber trotzdem, das haben wir jetzt rein rechnerisch gemacht. Und jetzt stelle ich euch die Frage, warum können wir uns, wenn wir jetzt wirklich annehmen, dass das die einzigen Kandidaten für Extremstellen sind, warum können wir uns dann sicher sein, dass wir das Maximum und das Minimum erwischt haben? Wir müssen die finden. Das muss gehen, weil S1 ist kompakt, F ist stetig. Minimum und Maximum werden dort angenommen auf der S1 von F. Das bedeutet, unter diesen Kandidaten muss tatsächlich die Maximal- und die Minimalstelle, die jetzt da nicht eindeutig sein muss, wenn wir jetzt eh gleich durch Einsätzen verifizieren, die muss dort angenommen werden. Und das kann man jetzt durch Einsätzen machen, zum Beispiel f von 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2. Was gibt es? Das gibt 1 durch Wurzel 2 mal 1 durch Wurzel 2, weil f von xy ist x mal y, also gibt es wohl 1/2. Und genau das gleiche Ergebnis kriegen wir aber, wenn wir die Vorzeichen hier ändern. Das bedeutet, diese beiden Punkte hier, die ich gerade einsetze, das sind beides Maximalstellen. Und welche Punkte sind es? Ja, die da im positiven Bereich, oder? Passt wunderbar zur Skizze. Also ihr seht, dieser Punkt und dieser Punkt, das sind Maximalstellen. Und was sind die Minimalstellen? Ja, das werden die anderen sein, also minus 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2 zum Beispiel, das gibt minus 1/2, genauso wie f von 1 durch Wurzel 2 und minus 1 durch Wurzel 2. Ja, weil 1 durch Wurzel 2 mal minus 1 durch Wurzel 2 gibt minus 1/2. Und das sind dann also wirklich auch die Maxima und Minima, die diese Funktion annimmt, 1/2 und minus 1/2. Also so geht man vor. Klingt plausibel. Aber jetzt war schon ein bisschen Handwaving dabei, oder? Und gesagt, so aus dieser Grafik erkennen wir dieses und jenes. Und jetzt haben wir so ein bisschen durch die Gegend gerechnet und jetzt ist alles rausgekommen. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen auf fundiertere Beine stellen, indem wir jetzt die sogenannte Lagrange-Multiplikator-Regel formulieren. Aber die leiten wir jetzt wirklich komplett aus diesem Beispiel ab. Schauen wir mal, mit was wir angefangen haben. Mit was wir angefangen haben, ist die Funktion f. Die Funktion f braucht einmal einen Definitionsbereich, oder? Also starten wir genau mit eben dieser Bedingung, dass wir einen haben, es sei d, Teilmenge rd, ein vernünftiger Definitionsbereich. Wenn wir eine differenzierbare Funktion da jetzt gleich haben möchten, dann am besten offen, oder? Und tatsächlich, wir wollen eine differenzierbare Funktion haben, f soll c1 sein, auf d definiert mit Werten in r. So, sofort die Frage an euch, warum hier nicht mit Werten in rk? Also ich denke, das habt ihr bei lokalen Extremen wahrscheinlich auch schon mal besprochen. Warum ist das ein bisschen hirnrissig, ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort, obwohl es sehr passend wäre. Vollkommen idiotisch, wäre vielleicht auch ganz passend, hier rk zu betrachten als Bildbereich für k ungleich 1, größer als 1. Das
das Gleiche, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine komplexe Zahl da verkauft hat. Was ist jetzt größer, wenn man jetzt zwei komplexe Zahlen hat? Weil wir keine totale Ordnung dann hätten, oder? Also das ist dann nicht sinnvoll zu sagen, alle anderen Funktionswerte sind kleiner gleich. Das gibt dann nicht, oder? Also das ist das Problem. Bitte pass auf, also so extremer zu bestimmen macht nur zunächst Sinn für Funktionen, die also skalarwertig sind. Sonst müsst ihr jetzt wahrscheinlich eine Norm drüber schmeißen und dann habt ihr wieder was Skalarwertiges. Dann hängt das aber von der Wahl der Norm ab und so weiter. Machen wir mal lieber nicht, okay? Also, das solltet ihr ein bisschen beachten. Das ist schon wichtig, dass wir hier nach L gehen, weil sonst wird alles anders. Jetzt haben wir aber nicht nur diese Funktion, sondern wir haben noch eine weitere, die uns eine Mannigfaltigkeit liefert. Also, was wir noch gegeben haben, ist eine weitere Funktion. Diese Funktion, die nennen wir G, und die soll ebenfalls C1 sein, die soll ebenfalls auf D definiert sein, und die darf jetzt irgendwie in den Rm gehen. Das hier wäre die Nebenbedingung dann, wenn diese Funktion also 0 wird, das ist die Nebenbedingung, das definiert uns eben die Nullstellenmenge. Und es kann aber auch sein, dass wir hier nicht nur eine Gleichung haben, so wie in dem Beispiel, sondern mehrere Gleichungen zulässig. Wir setzen was. Schlussendlich die Mannigfaltigkeit, die wir betrachten wollen, wird natürlich die Nullstellenmenge von diesem G sein. Aber aufgepasst, möchte ich gleich betonen, wir wissen an dieser Stelle noch nicht, dass 0 ein regulärer Wert ist. Also ist noch nicht so klar, ob es eine Mannigfaltigkeit gibt, aber für das, was wir natürlich weiter betrachten, sollte das dann so sein. Aber zunächst ist es nur diese Nullstellenmenge. So, jetzt haben wir also mal das ganze Setting. Wir haben F, wir haben so eine Nebenbedingung implizit gegeben und jetzt sagen wir, was eben ein Extremum unter so einer Nebenbedingung sein soll. Also wir nennen dann Xi aus M Extremstelle von F unter der Nebenbedingung G gleich 0. Bei Definitionen genau dann, wenn Folgendes gilt. Also wir sagen jetzt wirklich, was heißt es, dass ein Punkt eine Extremstelle unter dieser Nebenbedingung ist. Also das müssen wir halt jetzt sagen. Und ich glaube, was klar ist, ist, dass wir das Xi aus M gleich wählen, oder? Weil G gleich 0 sein muss. Also ich meine, ihr könnt es zunächst da schreiben, Xi aus D oder so, aber nochmal, G muss dann 0 sein, oder? Also ist wie ihr möchtet. Aber wann ist das eben dann Extremstelle von F unter dieser Nebenbedingung G gleich 0? Ja, Achtung, wir wollen es zunächst alles wieder lokal haben. Eigentlich könnte man lokal dann noch dazu schreiben. Das bedeutet, falls es also ein U-Teilmenge von unserem Definitionsbereich D gibt, was eine Umgebung sein soll von diesem Punkt Xi, also von Xi, mit folgender Eigenschaft, und zwar alle Argumente, die in diesem U geschnitten M liegen, sollen Funktionswerte haben, die entweder kleiner gleich sind als f von Xi oder größer gleich sind als f von Xi. Und Achtung, da muss man jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, also das ist das, was ich sehr häufig beobachte. Viele sagen dann, jetzt an dieser Stelle kann ich oder sagen. Achtung, logisch ist es wie folgt. Logisch muss ich also das oder da ganz nach vorne schmeißen, oder? Weil was würde das bedeuten, wenn wir hier kleiner gleich hätten? Dann wäre es also hier der Funktionswert, der größer gleich als alle anderen wären in dieser Umgebung. Dann wäre es eine lokale Maximalstelle. Wenn wir uns hier überall für das größer gleich entscheiden, dann wäre es eine lokale Minimalstelle. Und eines von beiden muss vorliegen. Lokale Minimalstelle oder lokale Maximalstelle, dann sagen wir lokale Extremstelle dazu. Also das ist so wie für Extrema, die ihr bereits kennengelernt habt, ohne Nebenbedingungen. Und bitte beachtet, wir müssen uns natürlich für Argumente da einschränken, die in dieser Umgebung liegen und gleichzeitig eben auf der Nullstellenmenge. Also Skizze dazu, ihr stellt euch vor, das hier wäre euer M, das wäre zum Beispiel bei uns hier der Einheitskreis, ihr habt einen Punkt Xi und jetzt schränkt ihr euch auf eine Umgebung ein, das wäre dieses U und dann muss auf diesem M f von Xi beispielsweise ein Funktionswert sein, sodass alle anderen kleiner gleich sind oder im Umgekehrt alle anderen größer gleich sind. Und wichtig ist immer, alle anderen entweder größer gleich oder alle anderen entweder kleiner gleich.
Also ich glaube, das ist klar, das ist ein Extremum unter dieser Nebenbedingung. Und wie gesagt, das kommt wahnsinnig oft vor. Also es ist wirklich ganz eine wichtige Problemstellung. Denkt an sowas wie Gewinnfunktionen. Denkt eben irgendwie an maximale Höhen, maximale Temperaturen. Und ja, sollen meistens nur irgendwelche Nebenbedingungen auch erfüllt sein. Und deswegen ist die Suche nach solchen Extremstellen eben ganz, ganz wichtig. Na gut, jetzt haben wir mal Voraussetzungen. Jetzt wollen wir einen Satz dazu kennenlernen, der uns wirklich garantiert, dass wir die Kandidaten für solche Extremstellen genauso finden, wie ich es also behauptet habe. Und der Satz ist bekannt als Lagrange-Multiplikatorenregel. Also wir werden erst später sehen, warum der Multiplikatorenregel heißt, aber es wird dann relativ zügig daherkommen. Also was ist gegeben? Wir nehmen jetzt an, die Voraussetzungen sind wie oben, mit einem Zusatz, es sei 0 aus, und da müssen wir schauen, wo wir mit unserem G hinlatschen, nach Rm, ein regulärer Wert von G. Warum setze ich das jetzt voraus? Weil sonst dieses M, weiß ich dann zumindest nicht zwingend eine Mannigfaltigkeit ist, oder? Wenn wir aber einen regulären Wert haben, dann wissen wir nach dem Satz vom regulären Wert, das hier ist eine Mannigfaltigkeit, diese Nullstellenmenge. Also das könnte man dann nochmal dazu schreiben. Also wir nehmen an, M ist nicht leer, eh klar, das wäre dann also eine Mannigfaltigkeit. Welcher Dimension, könnte ich gleich wieder dazu fragen? Das G geht von einer Teilmenge von Rd nach Rm, dann ist die Dimension der Mannigfaltigkeit als Nullstellenmenge d minus m, haben wir gesagt. Also m ungleich leere Menge ist dann nach dem Satz vom regulären Wert d minus 1 dimensionale differenzierbare Mannigfaltigkeit unter Mannigfaltigkeit vom Rd. Und jetzt nehmen wir an, dass ein Punkt eine Extremstelle unter den Nebenbedingungen ist, also ist ein Xi aus M eine Extremstelle, eine lokale Extremstelle ist natürlich hier immer gemeint, von F unter der Nebenbedingung G gleich 0, so gilt Folgendes, ich glaube, ihr werdet es erraten, der Gradient von F an der Stelle Xi muss im normalen Raum von M liegen. Das ist es. Also genau die Bedingung, die wir aus diesem Bildchen hier herausgearbeitet haben, das ist wirklich eine, die notwendig ist. Und da muss man mal aufpassen. Also nochmal, notwendige Bedingung bedeutet, wenn wir eine Extremstelle haben, dann muss der Gradient im normalen Raum liegen. Nur weil der Gradient im normalen Raum liegt, müssen wir leider noch lange keine Extremstelle haben. Also ihr kennt das, wie gesagt, schon von lokalen Extrema ohne Nebenbedingungen. Nur weil also die Tangentialebene waagrecht ist, beispielsweise, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht einen Sattelpunkt haben können, oder? Aber wenn wir ein Extremum haben, so oder so, also stellt euch immer vor, Schüsselchen oder Hügelchen, dann muss also die Tangentialebene waagrecht sein. Da muss man immer genau unterscheiden zwischen eben notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Und die Kausalität noch einmal ist wie folgt. Haben wir ein Extremum, dann gilt das, was hier steht. Also notwendige Bedingungen. Wenn wir irgendwie ein Extremum suchen, muss das gelten, weil sonst können wir keins haben. Und jetzt könnte man das nochmal ein bisschen anders hinschreiben. Was bedeutet das jetzt, dass der Gradient von f an der Stelle xi im normalen Raum liegt? Nur das heißt, dass ihr Konstanten finden könnt, Lambda 1 bis Lambda m, das sind also reelle Zahlen, sodass sich der Gradient von f an der Stelle xi schreiben lässt als ein skalares Vielfaches der Gradienten von der Funktion g, schupfen wir es auf die andere Seite, dann steht hier plus Summe i gleich 1 bis m über Lambda i, Gradient von gi an der Stelle xi. Das muss 0 sein. Und hier wird also multipliziert mit solchen Lambda i's, und deswegen heißt es Lagrange-Multiplikatorenregel. Okay? Also diese Lambda i's sind also diese Multiplikatoren, nach denen man hier also sucht, und daher hat es also seinen Namen bekommen, weil man eben einfach multipliziert, das werden wir dann später noch genauer sehen, die Nebenbedingungen mit einfach irgendwelchen weiteren Parametern.
klar, warum das da unten gelten muss. Sonst arbeiten wir das nochmal als Bemerkung auf. Also nochmal geschwind als Bemerkung aufgearbeitet. Wir wissen nämlich, was der normalen Raum an M ist. Der normalen Raum an M, haben wir gesagt, im Punkt Xi, der wird gerade aufgespannt von den Gradienten der Komponentenfunktionen. Das sind aber hier die GMs, also GIs, G1 bis GM. Und die Bedingung noch einmal ist, dass der Gradient von F an der Stelle im normalen Raum liegt, was aber bedeutet, er muss sich schreiben lassen als Linearkombination dieser Gradienten, oder? Das ist die Bedingung, das habe ich da unten hingeschrieben, das ist genau dasselbe. Also nochmal, der Gradient von F lässt sich schreiben als Linearkombination der aufspannenden Vektoren dieses Vektorraums. Okay, also daraus folgt das jetzt unmittelbar und sehr häufig, werden wir jetzt aber sehen, rechnet man in dieser Variante, deswegen habe ich die jetzt leider hier dazu geschrieben. Habt ihr mal Fragen zur Formulierung? Wenn denn nicht so ist, gehen wir gleich in den Beweis rein. Es ist fast der Dreizeiler, sage ich mal. Was müssen wir machen? Was wir machen müssen ist, wir müssen zeigen, der Gradient von F an der Stelle Xi liegt im normalen Raum. Okay, wie könnte man da vorgehen? Wer hat eine Idee? Eine Idee, wie man vorgehen könnte. Also, wie kann man denn den normalen Raum charakterisieren? Wie geht das? Den normalen Raum charakterisiert man dadurch, dass man sich anschaut, was steht orthogonal auf den Tangentialraum. Das heißt, wir starten mal mit einem Tangentialvektor und schauen uns an, was diese Funktion f dann eben mit solchen Tangentialvektoren macht. Also noch einmal, mit was wir starten, ist ein Tangentialvektor an diese Mannigfaltigkeit. Also es sei gegeben, ein v aus dxn. Und was können wir dann tun? Wir können wieder einen Weg wählen. Also wähle ein Epsilon größer 0 und einen C1-Weg. Und dieser C1-Weg, der heißt Gamma, der geht von minus Epsilon bis Epsilon. Und wohin muss er laufen? Nach M, das ist hier ganz wichtig. Zwei Eigenschaften haben. Erstens mal muss er zum Zeitpunkt 0 in Xi beheimatet sein. Und das Zweite, was gelten muss, ist sein Geschwindigkeitsvektor. Zum Zeitpunkt 0 muss das vorgegebene V sein. Also wir starten mit einem Tangentialvektor. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert mit diesem Weg, der den Tangentialvektor eben hier definiert. Wenn wir ihn einsetzen, und zwar wiederum in die Funktion f. Ja, das gibt uns eine neue Funktion. Diese Funktion, die tau phi phi. Also so kann ich jetzt eine neue Funktion phi setzen für t zwischen minus epsilon und epsilon. Das bedeutet, was ich bekomme, ist eine Funktion klein phi, die auf minus epsilon bis epsilon definiert ist und Werte wo annimmt. In R, ganz genau. Das ist eine reellwertige Funktion, skalarwertig in einer veränderlichen. Ist uns sehr sympathisch, weil wir aus der Analysis 21 viel über so Zeug wissen. Und diese Funktion nach der Kettenregel ist nur immer C1. Also das ist eine C1-Funktion. Ja, wir haben eine C1-Funktion, reellwertig, skalarwertig in einer veränderlichen. Und jetzt könnten wir uns überlegen, was gilt für diese Funktion im Punkt 0? Phi besitzt in 0 was? Wer kann das sagen? Wir haben nach Voraussetzung, dass f unter der Nebenbedingung g gleich 0 ein Extremum besitzt. Wir stellen uns zum Beispiel ein Maximum vor. Das heißt, dass wir haben so einen Hügel. Und dieses Phi, das ist jetzt ein Weg, der läuft drüber, hüp, über diesen Hügel, durch dieses Xi. Was muss diese Funktion dann im zugehörigen Punkt haben? Immer noch ein lokales Extremum. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr was Mehrdimensionales jetzt habt, zum Beispiel so einen Hügel, dann geht es ja einfach nur mit dem Phi her und schneidet da sozusagen so durch, so entlang von so einem Weg. Und was ihr immer noch habt, ist
ein Extremum dieser Funktion. Im Prinzip, was ihr einschränken müsst, ist nur die passende Umgebung. Ja? Also ich finde, das schadet nichts, wenn man es ganz genau hinschreibt. Aber eigentlich ist klar, phi besitzt in 0 ebenfalls ein Extremum. Wir haben eine C1-Funktion sogar, eine differenzierbare Funktion jedenfalls, die in einem Punkt ein Extremum besitzt. Und warum in 0? Weil bei phi gleich 0 hier f von xi steht. Gell? Also das solltet ihr auch noch beachten. F von xi ist gleich f von Gamma von 0. Also wenn ich hier t gleich 0 einsetze, kriege ich f von xi. F besitzt also dort unter dieser Nebenbedingung ein Extremum und damit die Funktion phi in dem Punkt 0, der also hier dazugehört. Phi ist eine differenzierbare Funktion, die in einem Punkt ein Extremum besitzt, in einer veränderlichen Skalarwertig, was wissen wir? Die Tangente muss in diesem Punkt waagrecht sein, oder? Satz von Fermat heißt es manchmal, notwendiges Kriterium für ein lokales Extremum. Also aus der Analysis 1 folgt, Phi' an der Stelle 0 muss 0 sein. Das wissen wir aus der Analysis 1. Notwendiges Kriterium für ein Extremum. Und jetzt schauen wir uns halt an, was das Phi' an der Stelle 0 überhaupt ist. Also wir wissen, 0 ist gleich Phi' an der Stelle 0. Das ist aber die Ableitung von Phi an der Stelle t und dann t gleich 0 gesetzt, also f von Gamma von t und t gleich 0 gesetzt. Weil das, was da steht, das ist das Phi von t. Und jetzt rechnen wir halt die Ableitung aus, das kriegen wir hin. Dann steht nach der Kettenregel f' an der Stelle Gamma von t mal innere Ableitung Gamma Punkt von t und dann setzen wir t gleich 0. Müsst ihr mal aufpassen, oder? Zuerst differenzieren, dann einsetzen. Wenn ihr zuerst einsetzt und direkt drauf also differenziert, dann kommt 0 heraus, ist nicht so toll. Ja, was kann man darüber sagen? Einsetzen gibt, wie vorhin, f' an der Stelle xi, weil Gamma von 0 ist xi, Gamma Punkt von 0 ist v. Und noch einmal, wir sehen, dass das 0 ergibt. Da steht 0, dann steht da immer noch 0. Also, das ist 0. Und warum sind wir jetzt fertig? Wir wollen eigentlich zeigen, dass der Gradient im normalen Raum liegt. Jetzt haben wir da stehen, die Jacobi-Matrix, die die Transponierte des Gradienten ist, multipliziert mit einem Tangentialvektor, ist 0. Wie kann ich denn das noch schreiben? Das, was da steht, kann ich doch noch anders schreiben. Machen wir es am besten gelb, das klar ist, dass ich nur den Teil da meine. Das ist doch das gleiche wie f' an der Stelle xi, transponiert, skalar multipliziert mit v. Stimmt so? Also ich kann immer einfach, das ist ja nur, also die Jacobi-Matrix ist eine Zeile, das v hier ist ein Vektor und ich kann das also immer so Zeile mal Spalte schreiben als Skalarprodukt der beiden Vektoren miteinander, wenn ich beide als Spalten schreibe. Ist nur umgeschrieben. Und das hier hat aber einen Namen, das nennt sich Gradient. Also steht da, der Gradient von f an der Stelle xi, skalar multipliziert mit v ist gleich 0. Ich formuliere es nochmal anders. Das Skalarprodukt des Gradienten an der Stelle mit einem beliebigen Tangentialvektor ist gleich 0. Ja, aber die Menge aller Vektoren, die genau diese Eigenschaft haben, die liegen im normalen Raum, die machen den normalen Raum aus. Also folgt damit, Gradient von f an der Stelle xi liegt im normalen Raum im Punkt xi an m. Und damit haben wir es also geschafft. Okay? Und ihr seht, man hat es eigentlich wieder auf ein eindimensionales Problem zurückgeführt, dort die bereits bekannten Sätze verwendet und das kommt dann fast gratis heraus, oder? Ein bisschen was tun muss man schon, aber eigentlich liegt es dann ziemlich auf der Hand. Habt ihr zu diesem Beweis mal Fragen? Der wirklich wichtigste Punkt ist, sich immer zu überlegen, was macht die Funktion entlang eines Weges, der also diesen Tangentialvektor vorgibt und dann schauen, was durch Differenzieren herauskommt, oder? Das ist im Prinzip die Vorgehensweise.
jetzt haben wir diese Lagrange-Multiplikatoren-Regel und jetzt werden wir uns überlegen, wie man die aber einsetzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So wie sie nämlich dasteht, ist sie nur in sehr speziellen Situationen systematisch einsetzbar, sage ich jetzt einmal. Da muss man schon relativ viel dazu verstehen. Es gibt aber eben sozusagen eine Rechenregel, die das unglaublich einfach macht. Bemerkung. Schaut euch einmal an, die Funktion Groß Lambda. Die geht vom Definitionsbereich Kreuz Rm nach, gute Frage, wohin geht die eigentlich? Noch immer nach R müsste die gehen. Und diese Funktion hier, die soll Folgendes tun. Wir nehmen uns jetzt einen Punkt x des Definitionsbereichs ds und wir nehmen uns jetzt Lambdas. Lambda 1 bis Lambda n. Und wir bilden ab auf die Funktion f an der Stelle x plus, und das, was wir hier haben, ist die Summe von i gleich 1 bis m über Lambda i gi von x. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich nicht, bitte, warum betrachtet man jetzt die Funktion? Ist ja alles viel komplizierter. Das ist eine Funktion hier in d plus m veränderlichen. Und die Funktion nennt man Lagrange-Funktion. Achtung, nicht die Lagrange-Funktion, die man sehr häufig in der Physik so beobachtet, oder? Lagrange-Funktion im Zuge der Lagrange-Multiplikatorenregel. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir rechnen uns jetzt den Gradienten dieser Lagrange-Funktion an einer Stelle x Lambda einfach aus. Und was gibt jetzt dieser Gradient? Na, zunächst einmal muss ich hier ableiten nach den ersten Variablen, also den x-Variablen. Und was ich kriege, ist einfach der Gradient von f an der Stelle x. Also ich bilde das einmal nur für diesen Summanden hier. Wenn ich hier nach den Lambda-Variablen ableite, dann kommt hier 0 raus, weil von Lambda hängt es nicht ab. Also steht hier ein Nuller. Jetzt geht es aber hier weiter. Hier muss ich auch zuerst nach den x-Variablen ableiten. Und wenn ich also jetzt hier nach den x-Variablen ableite, was passiert? Nur das Lambda i ist einfach nur eine Konstante. Den Gradienten habe ich immer zu bilden von diesem gi. Also was steht? Ist die Summe von i gleich 1 bis m über Lambda i, Gradient von gi an der Stelle x. Und Achtung, dieser Gradient hier bezieht sich nur auf die x-Variablen. Hingegen dieser Gradient auf alle Variablen, die hier stehen. Ja? Muss man aufpassen. Und was passiert jetzt hier unten? Na, wenn ich nach Lambda 1 ableite, dann kommt einfach g1 von x heraus. Warum? Nach Lambda 1 abgeleitet, wenn hier steht Lambda 1 mal g1 von x, kommt g1 von x heraus. In der nächsten Komponente kommt g2 von x raus und so weiter und so fort. Kann ich aber wieder schreiben als g von x als Vektor. Also nochmal, was steht da? Gradient dieser Lagrange-Funktion. Der sieht so aus. Und jetzt frage ich mich, wann wird der 0? Ja, da kann ich mir die zwei Komponenten anschauen. In der ersten Komponente, in den ersten d könnte man auch sagen, steht Gradient von f an der Stelle x plus Summe i gleich 1 bis m über Lambda i Gradient g von x muss gleich 0 sein, ist gleich 0. Auf der anderen Seite muss auch die zweite Komponente, beziehungsweise die letzten m-Komponenten, die müssen auch 0 sein. Was bedeutet, g von x muss gleich 0 sein. Und ich glaube, jetzt seht ihr, warum man diese Lagrange-Funktion hier betrachtet. Man betrachtet sie deswegen, weil, wenn man den Gradienten dieser Funktion 0 setzt, dann ist das äquivalent dazu, dass man zunächst einmal die Bedingung hat, dass der Gradient von f im normalen Raum liegt. Das war gerade diese notwendige Bedingung, die wir eben hergeleitet haben. Und gleichzeitig erfüllt man die Nebenbedingung. Das hier ist gerade die Nebenbedingung. Und das ist die Bedingung, dass also der Gradient im normalen Raum liegt. Und ihr seht, das ist schon eine recht wiefe Sache. Weil wir haben also die Bestimmung von Extrema, beziehungsweise die Kandidaten für die Bestimmung von Extremstellen unter Nebenbedingungen zurückgeführt auf das Bestimmen von stationären Punkten von einer erweiterten Funktion. Die Dimension haben wir zwar hier um m aufgeblasen, ja? Aber das liefert halt die Nebenbedingungen. Und man sieht, man hat es auf dieses Problem wieder zurückgeführt. Und das schreiben wir jetzt also nochmal hin.
Also was sehen wir jetzt damit? Also die stationären Punkte, von Lambda sind gerade die Kandidaten für Extremstellen von F unter der Nebenbedingung G. Es kann nicht mehr als diese geben, weil es ein notwendiges Kriterium ist. Gell? Das ist wichtig. Das heißt, wenn ihr wirklich die Menge aller stationären Punkte von dieser Lagrange-Funktion hier ausrechnen könnt, also alle x Lambda, sodass der Gradient eben gleich 0 hier gibt, dann habt ihr alle Kandidaten gefunden. Und das ist das, was man in der Anwendung meistens tut. Und dann kommt der ganz, ganz schlimme Anwenderinnenfehler. Dann wird die Hesse-Matrix aufgestellt, um diese stationären Punkte zu klassifizieren. Autsch, warum? Passt auf, ihr interessiert euch keineswegs für die lokalen Extrema von dem Lambda. Das Lambda ist so eine Hilfsfunktion, die um m-Variablen erweitert. Ob in Richtung von Lambda die Funktion was Bestimmtes macht, das interessiert euch ja gar nicht, oder? Also aufgepasst, bitte schreibt jetzt nicht einfach die Hesse-Matrix von dem großen Lambda hin und klassifiziert so die lokalen Extrema. Also, ouch, das geht gar nicht. Gell? Es gibt so Varianten mit irgendwie einer modifizierten Hesse-Matrix, bla bla, aber alles kompliziert. Im Prinzip, ob es sich um ein lokales Maximum, Minimum oder weder noch handelt, das muss man hier getrennt betrachten. In dem Beispiel habt ihr gesehen, über sehr simple Überlegungen, kompakte Menge, stetige Funktionen, ist eh klar, was passiert. Braucht man nur die paar Punkte, die man rauskriegt hat, einsetzen und alles klar. Aber im Allgemeinen kann man das nicht so einfach sagen. Okay? Also stellt euch vor, es kommt jetzt immer noch, das ist hier eine ganze Mannigfaltigkeit selber wieder heraus, als potenzielle Kandidaten hier. Also der Gradient könnte 0 werden auf einer unendlichen Menge. Da muss man sich einfach anschauen, wie sich es verhält. Das nutzt nichts, oder? Muss man dann also nochmal separat sich anschauen. Also Wort der Warnung, bitte nicht die Hesse-Matrix von dem Lambda bestimmen und damit die stationären Punkte klassifizieren. Das führt nicht auf das, was ihr haben wollt. Ein weiteres Wort der Warnung ist das folgende. Ein Satz hat immer Voraussetzungen. Und dieser Satz, den wir eben besprochen haben, der hatte die Voraussetzung, dass 0 ein regulärer Wert ist. Das bedeutet, diese Lagrange-Multiplikatoren-Regel funktioniert nur, wenn der Rang der Jacobi-Matrix voll ist in der Umgebung dieser Punkte. Also bitte beachtet, Achtung, wenn der Rang der Jacobi-Matrix nicht voll ist. Und voll müssten wir jetzt überlegen, was hier heißt. Also die Jacobi-Matrix in dem Fall ist eine M-Kreuz-D-Matrix. Und das würde hier heißen, dass er also M ist. Sollte der nicht M sein, und was hier heißen würde, kleiner als M sein, dann muss man diese Punkte getrennt betrachten. In den Punkten, wo der Rang voll ist, finde ich lokal die gesuchten Extremstellen unter den Nebenbedingungen. Aber die Punkte, wo das nicht gilt, sind separat zu betrachten. Bitte ganz gut aufpassen. Also, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, muss man die Punkte einfach separat betrachten. Manchmal fällt es irgendwie beim Gleichungsauflösen dann auf, manchmal halt nicht und dann kommt nicht das raus, was man sich wünscht. Okay? Also Achtung, kontrolliert wirklich die Bedingung. In einfachen Fällen ist sie sehr einfach zu überprüfen. Okay. Als krönender Abschluss rechnen wir jetzt noch ganz schnell unser Beispiel mit dieser Lagrange-Multiplikatoren-Regel nach. Also zurück zum Beispiel. Und hoffentlich kommt dasselbe raus. Was ist die Lagrange-Funktion jetzt? Die Lagrange-Funktion, die geht jetzt von R2, Kreuz R2, also von R3 insgesamt, immer noch nach R und bildet ab x, y und Lambda auf. Und da muss jetzt stehen die Funktion x mal y plus, und da haben wir Lambda mal x² plus y² minus 1. Und warum hat man das da stehen? Noch einmal, das hier ist f von xy und das, was hier steht, ist g von xy. Also ihr seht, für so einfache Beispiele ist das super einfach. Ihr nehmt die Funktion f und zählt dazu Lambda mal g. Und jetzt muss ich von dieser Funktion die stationären Punkte bestimmen. Das heißt, wir rechnen den Gradienten aus. Gradient von Lambda an der Stelle xy ist gleich.
So, Gradient da unten schnell ausgerechnet, das gibt einmal hier das y, dann haben wir hier stehen plus 2 mal lambda x. In der zweiten Komponente aus Symmetriegründen brauche ich also nur x und y vertauschen. In der letzten Komponente passiert das Mirakulöse, wenn man nicht verstanden hat, wie es funktioniert, ja, da steht genau die Nebenbedingung. Weil wenn ich nach lambda differenziere, bleibt g von xy über, also steht hier x² plus y² minus 1. Und das soll gleich 0 werden. Ja, was muss ich tun? Das Gleichungssystem lösen. Und ihr seht schon, man hat es jetzt um eine Variable aufgeblasen und die eine Variable hier hinten geschickt vergessen. Also, jetzt schaut es wieder vernünftiger aus. Und dieses Gleichungssystem löst man jetzt. Auf was kommt man? Na, auf was man wieder kommt, wenn man zum Beispiel hier die erste Gleichung betrachtet, dann hätte man etwa stehen, lambda ist gleich minus, und da haben wir also y dividiert durch 2x. Bitte beachtet, x kann eh nicht 0 werden, weil xy muss am Einheitskreis liegen. Also mit dieser letzten Bedingung, die hier steht, kann x eh nicht 0 werden. Wir setzen das in die zweite Gleichung ein. Also in die zweite Gleichung eingesetzt, gibt es dann Folgendes, da steht also x minus und da steht dann y dividiert durch x mal y. Ich habe also durchgekürzt gerade den Zweier hier und das soll auch noch 0 sein. Das ist aber genau dann der Fall, wenn x² minus y² gleich 0 ist. Also genau dann der Fall, wenn Betrag x gleich Betrag y ist. Und ihr seht, wir haben wieder genau die gleiche Bedingung herausbekommen. Also, egal ob ihr sagt, diese beiden Vektoren müssen linear abhängig sein oder den Weg über diese Lagrange-Multiplikatoren-Formel und Funktion hier geht, da kommt dasselbe raus, ihr kommt auf dieselbe Bedingung. Und dann natürlich nehmen wir die Nebenbedingung noch dazu, also mit der dritten Gleichung hier, kommen wir dann also wieder drauf, es muss gleichzeitig gelten, dass die Beträge übereinstimmen, die Summe der Quadrate 1 ist und wir kriegen wieder raus, x muss plus minus 1 durch Wurzel 2 sein und y Delta. Und damit haben wir wieder alle vier Kandidaten für Extremstellen gefunden. Und bitte aufgepasst, Kandidaten, es ist dann an euch noch zu überprüfen, ob das wirklich lokale Extrema sind. In dem Fall müsstet ihr nochmal wirklich argumentieren, die Funktion f ist stetig, die S1 ist eine kompakte Menge, stetige Funktionen auf kompakter nehmen Maxima Minima an, damit müssen diese Punkte, also darunter müssen die gesuchten Extremstellen sein. Das kann nicht anders sein. Mehr kann es nicht geben und sie müssen dort angenommen werden. Ja, für heute sage ich danke.